Ja, moin zusammen, ich bin's wieder, Dennis Witthus, und wir sind hier heute bei dem Roland auf der Terrasse, da wo das Balkonkraftwerk steht, und da ist der Roland und da ist der Holger. Moin zusammen. So, und wir müssen hier erstmal anstoßen. So, denn so erstmal Prost. Ja, erstmal Prost. Unten stößt man, glaube ich, an. Oh, ja. Und unten stößt man an. So, zum Wohl. Für die Einladung. Zum Wohl. Ja. Das ist alkoholfreies Weizen. Denkt er. Bei dem Wetter, also perfekt. Wir sind hier heute, weil wir gedreht haben. Wir haben gedreht die Auswertung 80 Tage Balkonkraftwerk oder 82 Tage. So, und Holger hat von mir, ihr habt das eben gesehen in dem Einspieler, Holger hat von mir die Aufgabe gekriegt, jetzt die Namen seines Model 3. Das hat ja noch keinen Namen und ihr habt Vorschläge gemacht unter dem letzten Video. Wir haben dazu aufgerufen, die Top 10 rauszusuchen. Und da machen wir jetzt eine Top 4 von. Und dann dürft ihr in einer Umfrage entscheiden, wie Holgers Model 3 dann heißen soll. Also, Holger, Prost erstmal. Dennis. Hier. Nochmal Roland. Ihr habt unter das letzte Video, ich verlinke das hier noch einmal, habt ihr Vorschläge geschrieben, wie das Model 3 von Holger, oder besser gesagt von Holgers Frau, heißen soll. Einige von euch haben geschrieben, da hat Holger überhaupt nichts zu sagen, weil das muss seine Frau entscheiden. Ich weiß allerdings, dass die beiden einen Ehevertrag haben. Da steht alles Mögliche drin. Woher weißt du das? Conny Laudelei hat ganz viele Rechte, nur ein Recht hat sie nicht, die Autos, die Holger ihr kauft, zu benennen. Also Holger hat das exklusive, notarielle Recht, die Autos zu benennen. So ist das. Genau. Außerdem bin ich auch der Chef. Genau. Jedenfalls denkt er das. Also, aber wir haben alle ganz großen Respekt vor Conny. Conny ist eine richtige Heldin der Energiewende. Ja, also eine bessere Ehefrau gibt es auch nicht. Und sie hat die Energiewende genauso aufgesogen, wie ich das gemacht habe. Ne? Ich kenne sie jetzt ja fast 30 Jahre auch. Und sie ist vom ersten Tag an mit mir dabei. Und das ist der Hammer, was sie mittlerweile ja, alles kann. Ja, aber im Gegensatz zu dir, du sitzt ja irgendwo hinten im Feldlager rum und machst die Strategie, turnt sie auf dem Dach rum und verliert die Anlagen. Ihr habt das gesehen, wirklich, wirklich grandios. Ja, sie kämpft in vorderster Front. Und jetzt 10 Namen. Was sind deine Top 10 Namen, die du ausgewählt hast aus euren Vorschlägen? Fangen wir mal an, was mir sehr... Erstmal muss ich mich natürlich bedanken dafür. Ich hätte gar nicht geglaubt, dass so viele Leute so viele Vorschläge machen. Ich hatte ja so ein paar Filmreihen vorgegeben. Und ich fand das ganz toll, dass ihr euch daran so beteiligt habt. Ich hätte es nicht erwartet. Also ich habe ausgesucht Scaramanga. Scaramanga stammt aus Bond. Ja, du weißt noch, welcher Bond das war? Der Mann mit dem goldenen Gold. Genau. Das war mein Vorschlag. Ich bin das froh, war, dass echt, das war deiner? Das war mein Vorschlag. Ja, cool. Scaramanga, ja, der fantastische Christopher Lee, der sich ein Colt selber zusammenbaut und James Bond jagt. Ich glaube, das war der zweite James Bond mit Roger Moore. Es war einfach ein fantastischer Film, ja. Und ich liebe den Film, mag ihn gerne. Ist nicht mein Lieblingsbond, aber... Und der hatte dann auch so ein Refugium. Der hatte ja diese Insel, ähnlich wie dein Anwesen so. Nur Schnickschnack fehlt bei dir. Genau, den kann ich mir ja nochmal besorgen irgendwo. War auch ein Namensvorschlag, nämlich in Englisch heißt er Knickknack. Und in der deutschen Übersetzung heißt er Schnickschnack. Wäre auch ein toller... Für dein Motorrad, was hier hinter vorsichtig. Uns steht. Also wenn da würde der Name sehr gut passen. Aber du hast immerhin schon mal Motorrad gesagt, ne? Und nicht Kinderspielzeug. So, also hat es in die Top 10 geschafft. Weiter. Dann der Name Domino. Ihr erinnert euch vielleicht, das ist der einzige Bond, den es zweimal gibt. Ja? Weißt du noch, Dennis, welcher das ist? Das ist der, wo der Österreicher hier, Brandauer, in der Wiederverfilmung den Bond gespielt hat. Genau. Und es war... Sag niemals nie. Ja, echt? Ja. Sean Connery musste nochmal wieder ran. Ja. Er hatte den gleichen Film schon mal mitgespielt, nicht? In den 60er Jahren. Thunderbolt hieß der im Original. Der hieß im Original Feuerball. Genau. Und dann... wurde der Film halt nochmal mit Sean Connery gedreht und da er mal den Spruch gebracht hat, sag niemals nie, musste er da nochmal ran und Thunderball oder Feuerball nochmal drehen. Und das war eben mit Klaus-Maria Brandauer als hervorragender Schauspieler. Und die entsprechende Bond-Dame war, die hieß im Film Domino.
Und man muss aber sagen, es war keine Brokkoli-Produktion. Nein. Und das Bond-Thema taucht nicht auf. Das hat irgendwie rechtliche Gründe gehabt, dass sie den Stoff doch verfilmen durften. Eben. Und das haben sie auch gut hingekriegt. Der Film ist, also ich finde ihn sogar besser als den Thunderball aus den 60er Jahren. Das ist meine persönliche Meinung, aber. So, also wir haben zwei Bond-Namen. Zwei Bond. So, jetzt, wie geht's weiter? Jetzt kommt Honeywell. Fand ich auch klasse. Ich weiß zwar nicht, wo der Name herkommt. Ich habe es gelesen und ich fand Honeywell, fand ich einfach. Ist das nicht auch aus Bond? Ich weiß es nicht. Die heißen auch alle so. So Miss. Bei der Parodie gab es dann Miss Schickfick. Bei Goldfinger hieß, so. hieß die nicht Honey, die ja. Dame, die mit Gold überzogen war? Ja, da gab es doch die. Ja, die heißen auch alle so. Roland, hilf doch mal. Hilf doch mal! Was grinst du dir da ein, Roland? Er lacht hier. Er sitzt da, wir zeigen das mal und lacht sich ein, weil uns die Namen jetzt im Moment nicht einfallen. Von den Bond-Damen, von den Bond-Girls. Die haben wir auf jeden Fall. Also, Honeywell, schreibt das in die Kommentare. Jetzt muss ich hier die Kamera mal richten. Wir drehen wieder quick and dirty, ja, ne? Ja, am Display zu drehen bringt meistens wenig. So. Honeywell. Dann habe ich als nächsten Admiral Blue. Der Name kommt meines Wissens nach so ein bisschen aus der Geschichte von Captain Kirk. Ja, er ist ja in den Filmen, fängt das ja an, wenn die Kinofilme liefen, da ist er ja Admiral. Und da wird er auch immer mit Admiral benannt und betitelt. Ne? Und ich fand den Namen Admiral Blue fand ich einfach passend und gut. Würde ich jetzt auch gut finden. Dann haben wir auch gleich wieder auf Captain Kirk zurück. Mr. Spock. Würde sehr gut passen, weil Mr. Spock war, wir wissen ja, in Star Trek immer in Blau gekleidet, weil er war Wissenschaftsoffizier, ja. Und die Wissenschaftler auf der Enterprise waren alle in Blau gekleidet. War übrigens, wissen wenige, war auch als Vorschlag noch da, fand ich aber noch nicht so gut. NCC 1701 ist ja die entsprechende Nummer der Enterprise gewesen. Und insofern passt Mr. Spock aus meiner Sicht auch ganz gut. Dann haben wir Street Force One. Cool. An Anlehnung an Harrison Ford in Air Force One. Ne? Gut, das soll vielleicht darauf hindeuten, dass du vielleicht nochmal Präsident wirst oder so. Oder Conny, weil Air Force One, das ist das Präsidentenflugzeug der Vereinigten Staaten von Amerika. Ja, aber wollen wir uns wirklich in die Politik einmischen, die hier gerade in diesem Land abläuft? Ich weiß nicht. Also bei dir hätte ich große Angst, dass da dann eine Katastrophe losbricht. Man stelle sich vor, du hast Ärger mit den Amerikanern, so wie das mit Tesla da war, und du setzt sie ins Flugzeug, jettest da mal eben hin, haust auf den Tisch. Vielleicht wird so auch alles besser. Also sagen wir mal an die Macht. Ich wollte ja schon einige zum Präsidenten machen. Zum ja, Bundeskanzler. Also ich würde es jedenfalls so nicht machen, wie es im Moment läuft. Ich hätte da eine andere Strategie, aber ich weiß nicht, ob die Bürger damit einverstanden wären. Ja, ich glaube, man braucht, wenn dann, Sozialwissenschaftler in der Politik. Ja, du wärst doch. Ich meine, du bist doch immer so gut drauf. Du schaffst es doch immer, die richtigen Worte zu finden. Du bist gut gebildet. Du benimmst dich immer anständig. Ich bin ja ein Hallodri dagegen. Deswegen haben sie dich ja zu meinem Betreuer ernannt, damit ich ein bisschen mal auf die vernünftige Bahn wiederkomme. Ich habe ja schon im letzten Video gesagt über das Balkonkraftwerk, ich glaube, das ist Video 6, warum ich nicht in die Politik will. Ja, das und ich will das nicht, weil ich weiß, wie es da abläuft in der Politik. Wir kämpfen hier lieber für die Sache erneuerbare Energien, Verkehrswende, genau. E-Mobilität. Das Wesen ehrlich. Ja, genau. Genau so ist das. Weil wir wollen uns ja selbst nicht aufgeben müssen. So. Ich glaube, in der Politik. Aber wir machen weiter im Text hier. So, dann Live and Let 3. Auch ein interessanter Name. Kommt von Live and Let Die. Ne? Auch ein Bond-Film. War auch einer der guten Bond-Filme. Mit viel Voodoo und so. Ja. Voodoo und auch Roger Moore. Ich glaube, der erste mit Roger Moore. Das war der erste mit Roger Moore. Paul McCartney hat die Titelmusik gemacht. Ja, super Musik. Mit den Wings. Ja. 1972? Ja, Leben und Sterben lassen war 73. Und er spielt in den Südstaaten und dieser Sheriff taucht da auch wieder auf. Ja, der. Wo der Wagen springt so über. Das haben die übrigens, das haben die so oft gedreht, dass schon keiner mehr dran geglaubt hat, dass die das schaffen, dass die diesen Wagen auch wirklich einmal drehen können. Und die haben das tatsächlich auch gemacht. Die haben das so oft probiert. Ich möchte nicht wissen, wie viele Autos die kaputt gefahren haben. So, dann haben wir, ich weiß nicht, wo der Name herkommt, ich fand den einfach klasse, Mary Blue Knight,
Den Namen fand ich einfach gut. Keine Ahnung, was jemand sich dabei gedacht hat. Stand nur Mary Blue Knight. Ich fand den Namen das gut. Das ist, glaube ich, auch irgendwie Bond. Ach, du, die Frauennamen haben wir da gar nicht so präsent. Ja, um die habe ich mich nicht so gekümmert, um die Frauen. Ich fand immer den Hauptdarsteller am allergeilsten. Den hier fand ich, der kam ziemlich früh. Sunnyside Up. Das ist ein ganz einfacher, schicker Name. Finde ich total cool. Also, muss ich auch sagen. Ja, Sunnyside Up, das passt zu dem, was du machst. Genau. Die Sonne einfangen, Energie umwandeln. Ja. So, und ein Name ist dabei gewesen, den hatte ich gar nicht auf dem Schirm, aber ich hatte das auch vergessen zu sagen, ich bin auch Mad Max Fan. Die jüngeren Zuschauer werden das vielleicht gar nicht wissen, was Mad Max ist. Aber Tina Turner. Ach, du weißt es. Tina Turner. Ja? We don't need another hero. Das Jenseits war eine der meiner ersten Platten, die ich mir gekauft habe. Jenseits der Donnerkuppel, Mad Max 3. Ja, ja, und mit Mel Gibson. Mit Mel Gibson. Und Mel Gibson hat Mad Max 1 gemacht, damit ist er in Europa bekannt geworden. Und er fuhr in Mad Max 1 einen ganz interessanten Wagen von einem ganz gewissen Hersteller, den es gar nicht gibt eigentlich. Und das war ein Interceptor. Und ich finde den Namen Interceptor, finde ich also sehr passend, weil ich ja nun Performance Model 3 fahre und das Ding ist schlimmer als ein Interceptor. Also das Ding haut dermaßen rein, dass ich diesen Namen also auch sehr passend finde. Gut, jetzt haben wir hier ganz viel Bond. So, und jetzt sortieren wir aus. Es läuft folgendermaßen. Wir machen eine Umfrage. Und die ist hier oben eingeblendet. Da, wo das i ist. Da müsst ihr draufklicken. Und dann könnt ihr abstimmen über die Namen dieses Autos. Und Holger, wir müssen jetzt aus 10 Namen, müssen wir 4 machen. Mhm. Holger, Interceptor. Ja. Drin oder raus? Ist drinne. Ist drinne. Sunnyside Up. Ist drinne. Mary Blue Light. Night. Nein. Raus. Live and Let 3. Nein. Raus. Street Force 1. Ja. Admiral Blue? Nein. Honeywell? Nein. Domino? Nein. Mein Name, mein Vorschlag nimmt er bestimmt mit dir. Scaramanga? Nein. Holger. Aber jetzt stelle ich die Kamera immer auf unscharf, wenn du uns willkommen für die nächsten 3 Videos. Aus Rache. So. Und dann haben wir noch Mr. Spock. Ja, der ist drin. So. Leonard Nimoy ist übrigens ein super Schauspieler gewesen, der den Mr. Spock gegeben hat. Ja, leider auch schon verstorben. Auch schon verstorben. Jetzt haben wir hier 4 Namen. Wir haben Street Force One, Mr. Spock, Sunnyside Up, Interceptor. Wie soll das Model 3 von Holgers Frau heißen? Holger darf das entscheiden und Holger delegiert das an euch. Hier oben ist die Umfrage. Da dürft ihr draufklicken und wir enthüllen das in einer nächsten Sondersendung von Moin Tesla oder irgendwie anders und machen dann eine richtige Taufe. Wie macht man eine Taufe? Ja, man nimmt eine Sektflasche und donnert die gegen Kotflügel, denke ich mal, ne? Oder? Ja, und dann gucken wir, wie lange Tesla dafür braucht, einen Ersatzkotflügel ranzukriegen. Genau. Gucken wir, ob die Ersatzteilversorgung funktioniert. Wenn wir jetzt eine Anhängerkupplung hätten, was beim Performance ja nicht geht, dann hätten wir es an einer Anhängerkupplung machen können, ne? Du machst auf dem E-Day am 21.09. machen wir die Taufe. Da können wir die Taufe machen, genau. Das ist eine gute Idee. Also, wir sind ganz gespannt. Welchen Namen wählt ihr aus? Wie soll das Model 3 heißen? Alles klar. So, Holger, abmoderieren kannst du. Ja, Leute, also nochmal, es hat mir sehr, sehr gut gefallen, dass ihr so viele Ideen hattet für die Namen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch. Und ihr wisst ja, sämtliche Abonnements bei YouTube sind kostenlos. Ich sag mal Tschüss und wir sehen uns beim nächsten Mal.